Suche nach Tayo auf YouTube. Rogis großer Auftritt. An einem schönen Morgen haben sich die kleinen Busse vor dem Fernseher versammelt. Es fängt an. Heute findet der Wettkampf der außergewöhnlichen Autos statt. Kaum zu glauben, was diese Autos alles können. Die erste Herausforderung, Reifenstapel. Als nächstes Glasbrechen durch starkes Hupen. Und zu allerletzt der Gewinner der heutigen Show, Baumaschinen ziehen. Wahnsinn, wie er die Baumaschinen ganz alleine zieht. Ist das nicht Toto? Wow. Das ist so cool. Wow. Wenn auch du etwas ganz Besonderes kannst, schick uns dein Video zu. Okay, das werde ich machen. Ich will auch ins Fernsehen kommen. Werdet ihr mir dabei helfen, Freunde? Ich muss jetzt wirklich zur Arbeit fahren. Bin heute auch sehr beschäftigt. Ja dann, wir müssen los. Viel Glück, Rogi. Was? Na denn? Lani, du darfst heute mit mir Videos drehen. Ich habe aber keine Lust. Ich will lieber mit den anderen spielen. Bitte, bitte. Dafür werde ich nach der Show wirklich alles machen, was du willst. Wirklich? Hoch und heilig versprochen. Ehrlich? Gut. Das darfst du später aber nicht zurücknehmen. Abgemacht ist abgemacht. Und Kamera ist dran. Klasse, Hannah. Vielen Dank. Was habt ihr denn nun mit der Kamera eigentlich vor? Wir machen ein Video für die Fernsehshow. Ich komme ins Fernsehen, das wird super. Lani, komm! Danke, Hannah. Bis später. Ja, passt gut auf euch auf. Rogi und Lani denken darüber nach, was Rogi fürs Fernsehen machen könnte. Wie wär's, wenn wir beim Wettbewerb für das beste singende Auto mitmachen? Singen? Halte am roten Licht an und fahr, wenn es grün wird. La 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 la. Bitte lass es lieber. Singen solltest du wirklich nicht. Echt? Was mache ich dann? Oh. Das ist doch immer das Gleiche. Was das sollte ich machen. Warte auf mich. Rogi, was machst du denn da? Das ist es. Ich bekomme die meisten Passagiere in nur einen Bus. Alle Mann bitte einsteigen. Oh, wirklich? Aber sind wir nicht zu viele? Das ist okay. Alle passen rein. Wow. Wir können alle einsteigen? Ist das nicht zu schwer für dich? Geht. Geht schon klar. Sorg du für ein gutes Video. Jetzt geht's schon los. Voll beladen erreicht Rogi schließlich die Bergstation. Du hast es geschafft. Ja, das habe ich. Leute! Situ! Was macht ihr denn hier? Ich habe so viele Fahrgäste wie nur möglich in einem Bus dabei. Bitte aussteigen. Danke dir. Danke. Also dann auf Wiedersehen. Oh, wow. Ich habe viel mehr Fahrgäste dabei als Situ. Hä? Nein, Situ hat viel mehr. Danke, Situ. Oben war es sehr bequem. Gern geschehen. Oh nein, das waren wirklich mehr Leute als bei mir. Wir sind wieder da. Hallo. Lief der Videodreh denn gut für euch? Wir sind immer noch irgendwie mittendrin. Wirklich? Sieht aus, als wärt ihr schon völlig fertig. Völlig fertig, sagst du? Blödsinn. Der Videodreh ist noch lange nicht beendet. Lani, auf zur nächsten Herausforderung. Nochmal? Rogi gibt nicht auf und sucht mit Lani nach einer neuen Herausforderung. Alle Kerzen auspusten mit Pupsen. Ja! Das war nicht so toll. Keine Autowäsche für eine ganze Woche. Nur noch einen Tag, dann habe ich es geschafft. Oh, du riechst so eklig. Du?
Ah, nein! Tayo, der kleine Bus! Du, Rogi, vielleicht sollten wir es besser lassen. Na gut, fahren wir zurück in die Garage. Nein, jetzt ist Rogi total enttäuscht. Vorsicht, Vorsicht, Rogi! Wow. Na klar, aber sicher doch! Das war knapp. Ich wäre fast in die Pfütze gefahren. Rogi! Das war gerade richtig super! Hä? Wovon redest du denn? Ich habe eine tolle Idee. Mir nach! Rogi folgt Lani zum geheimen Spielplatz. Und was hast du für eine tolle Idee? Hör mal zu, du wirst ein Rennen nur auf zwei Rädern machen. Und mit sowas kann ich ins Fernsehen kommen, meinst du? Na klar! Ich wette, du bist der Einzige, der sowas kann. Wirklich? Wir versuchen's einfach mal. Genau! Ein Rennen auf nur zwei Rädern. Ich bin bereit. Kamera läuft und los. 3, 2, 1, auf geht's. Ja. Super. Das sollte reichen, um im Fernsehen gezeigt zu werden. Ich hab's fast geschafft. Rogi ist zurück in der Werkstatt, wo Hana ihn repariert. Glück gehabt, dass du dich nicht stärker verletzt hast. Ja, danke, Hana. Ich denke, ich sollte das Fernsehen aufgeben. Der deprimierte Rogi verlässt den ganzen Tag lang nicht die Garage. Wir sind da! Rogi! Hey, wir probieren es einfach nochmal. Ich mag nicht mehr. Rogi, willst du mit uns zum Spielplatz fahren? Nein. Ach, Rogi, lass uns ein Picknick machen. Keine Lust. So habe ich Rogi wirklich noch nie gesehen. Was können wir bloß tun, um ihn wieder aufzumuntern? Ich weiß nicht. So, wieder abgebaut. Oh, danke schön, Hana. Sag mal, will Rogi es denn wirklich gar nicht mehr probieren? Nein, wo er doch so gern mal ins Fernsehen wollte. Huh? Lani! Was? Wow, sieh dir das an! Das ist super! Huh? Das ist es doch! Hana, kannst du mir einen Gefallen tun? Ja, was denn? Am nächsten Tag besuchen die kleinen Busse nach der Arbeit ihren Freund Rogi in der Garage. Rogi! Lass uns zusammen Fernsehen gucken. Mach schnell und komm raus. Nein, danke. Ich habe keine Lust. Es kommt heute was richtig Lustiges im Fernsehen. Genau. Es wird dir sicher gefallen. Was Lustiges? Hä? Oh, na ja, dann müssen wir es eben ganz alleine ansehen. Das ist ja schade. Wir müssen los. Rogi! Ich komme nur mit, weil ihr mich sonst nicht in Ruhe lasst. Okay. Na komm schon, ich glaube, es geht gleich los. Zu allerletzt, der tollste Beitrag für heute ist... Was soll denn das? Das meintet ihr wäre gut? Ich bin raus. Rogi, bitte fahr doch nicht einfach wieder weg. Das Auto, das alle überrascht, indem es in den Himmel fliegen kann, Rogi. Was? Ich? Wow, Rogi.
Was ist denn hier los? Was du nicht mitbekommen hast? Wow, sieh dir das an! Ich habe mir das Video vom geheimen Spielplatz angesehen und... Du sahst aus, als würdest du in den Himmel fliegen. Also habe ich Hannah gebeten, es zur Show zu schicken. Was denn? Lani, vielen Dank. Gern geschehen. Juhu, ich war im Fernsehen. Ich beneide dich, Rugi. Ich auch. Und du wirst jetzt alle meine Besorgungen machen, richtig? Besorgungen? Du hast versprochen, wenn ich dir helfe, tust du wonach auch immer ich dich frage. Hab ich das wirklich? Aber es ist ja noch gar nicht vorbei. Was? Es geht weiter damit, dass ich von meiner Freundin Lani weglaufe. Hey, das ist nicht fair. Nimm mich, wenn du kannst. Bleib sofort stehen. Du hast es versprochen. Dank Lani hatte Rogi einen tollen Auftritt im Fernsehen. Glückwunsch, Rogi. Schenk mir Mut. Heute gibt es an der Schule einen besonderen Unterricht. Heute wird Brandmeister Frank mit euch zusammen einen Feueralarm proben. Also das ist echt stark. Ja. Zur Einstimmung will ich euch allen erstmal ein wichtiges Video zeigen. Was tun bei Feuer? Scheinwerfer einschalten, das nächste Schild Notausgang suchen und ihm folgen. Die Feuerrutsche am Fenster ist absolut sicher. Ihr braucht keine Angst zu haben. Okay. Na klar! Und jetzt proben wir das. Keine Panik, folgt mir einfach. Wie gruselig. Das fühlt sich an, als wenn es hier wirklich brennen würde. Keine Sorge, das ist nur eine Übung. Und ich kann auch kaum was sehen, weil hier alles voller Rauch ist. Tayo, wohin sind sie nur abgebogen? Lani! Oh. Fahr schon! Wir verpassen noch den Anschluss. Es tut mir leid. Ob es hier lang geht? Eine Sackgasse! Hey, stopp, stopp! Wir sind falsch abgebogen. Pass auf! Oh nein, oh nein! Lani, die anderen, hier entlang. Geht's dir gut? Ja. Jetzt fehlt nur noch die Feuerrutsche. Eine Feuerrutsche? Oh! Schau mal! Juhu! Du solltest etwas vorsichtiger rutschen. Ja, klar. Ich trau mich nicht. So, Lani, jetzt bist du dran. Was? Jetzt? Hab keine Angst. Du machst es einfach so, wie wir es vorhin geübt haben. Es ist zu hoch. Na komm, trau dich einfach. Mach es ganz langsam. Lani, kein Rückwärtsgang. Rutsch einfach weiter runter. Sei vorsichtig. Es tut mir so leid. Lani glaubt, dass sie die Feuerübung ruiniert hat. Sie ist enttäuscht. Warum bin ich nur so ein schrecklicher Feigling? Meine Dame, was ist denn los? Mir ist plötzlich das Benzin ausgegangen. Ich könnte sie doch zur Tankstelle bringen da vorn. Das würdest du tun? Sehr gern, klar doch. Jetzt geht's mir schon viel besser. Ich danke dir vielmals. Habe ich gern gemacht. Ich würde dich gern belohnen. Hast du vielleicht einen Wunsch, mein kleiner Bus? Einen Wunsch? Nein, schon okay. Ach, komm schon. Eine Sache, bei der sie mir sowieso nicht helfen können. Ist das so? Wow, das glaubt mir keiner. Ich bin ein Zauberauto. Magst du mir vielleicht jetzt vertrauen? Und du kannst mir alles erfüllen, jeden Wunsch?
und ob. Sag mir einfach, was dein Wunsch ist und er wird wahr. Dann wünsche ich mir, mehr Mut zu haben. Mehr Mut? Das ist überhaupt kein Problem. Voila. Hier ist dein Zauberrad. Mein Zauberrad? Eben war sie doch noch da. Ich bin wieder da. Ich hab Angst. Was ist denn los? Leute, das tut doch eurer Gesundheit sehr gut. Bekommen wir eine Spritze? Lani, du als Erste. Nein, ich hab auch Angst davor. Lani ist die tapferste von euch. Halt, nein, nein, das ist eine Missverständnis. Seit wann ist Lani so mutig? Das ist echt komisch. Ja. Wie kann das sein? Ich habe mich von allein bewegt. Nächster ist Tayo. Bitte nicht. Von diesem Tag an passierten Lani erstaunliche Dinge. Yeah. Pass doch auf, du hast mich erschreckt. Tut mir leid. Die erschreckt sich immer so schnell. Feigling. Was? Ich bin doch kein Feigling. Fährt sie rückwärts runter? War das cool? Wow, das Zauberrad funktioniert. Helft mir bitte! Hey, was ist denn? Meine Bremsen funktionieren nicht mehr. Ja, ich hab dich gleich. Bist du denn in Ordnung? Ja, danke dir vielmals. So was habe ich ja noch nie gesehen. Stark. Tayo, der kleine Bus. Ich habe das Gefühl, mit meinem Zauberrad kann ich wirklich alles schaffen. Oh, warum weinst du denn? Lani, meine Katze Prinzessa ist mir weggelaufen. Mach dir um deine Katze keine Sorgen. Wir finden sie wieder. Wir beide suchen sie jetzt zusammen. Oh ja? Wir suchen erst auf dieser Seite, ja? Was ist da los? Mal gucken. Vorsicht, nicht näher ran. Das sieht gefährlich aus. Schnell weg. Das ist doch Prinzessa da oben. Oh ja, das stimmt. Prinzessa! Das ist viel zu gefährlich. Aber ich muss doch zu ihr. Oh nein, aber ich fürchte mich so schrecklich vor dem Feuer. Alles wird gut. Ich rette Prinzessa. Wirklich? Ja! Oh, Lani, nicht doch! Ich kann gar nichts sehen. Ach ja, ich hab ja Scheinwerfer. So. Prinzessa, wo bist du? Ist sie das nicht? Da bist du ja! Prinzessa,
steig ein, kleine Katze. Und jetzt nichts wie weg hier. Wo ist denn hier der Ausgang? Oh, ach, da ist er! Das ist die Feuerrutsche! Schon okay. Das Zauberrad wird mich sicher runterbringen. Prinzessin! Hattest du große Angst? Ja. Lani, danke, dass du meine Prinzessin da rausgeholt hast. Nicht der Rede wert. Lani, ist alles in Ordnung. Du warst ja großartig. Hey, Lani. Oh, die Zauberdame. Du hattest da vorhin aber ganz schön viel Mut. Ja, und das nur wegen ihrem Zauberrad. Das glaube ich kaum. Da ist gar kein Rad. Hä? Wo ist es geblieben? Oh nein! Ohne Zauberrad habe ich doch überhaupt keinen Mut. Das ist nicht wahr. Du kommst auch ohne Magie gut klar. Wie meinen Sie das bloß? Wahrer Mut kommt aus dem eigenen Herzen. Du hast die Katze ganz ohne Zauber gerettet. Ja, so war's. Lani, du steckst doch schon längst voller Mut. Voller Mut? Ausgerechnet ich? Wirklich? Na klar. Yay! Endlich bin ich auch mutig. Ich danke Ihnen so sehr. Oh, Zauberdame? Wo ist sie denn nur wieder hin? Lani wird sich von nun an öfter ein Herz fassen. Und das ganz ohne Zauberkraft. Rogis Schrottschatz. Der Tag neigt sich dem Ende zu und die kleinen Busse wollen schlafen gehen. Gute Nacht, Hanna! Gute Nacht! Schlaft gut, ihr Lieben! Rogi, wieso fährst du nicht rein? Ich wollte mir die Sterne ansehen. Die Sterne? Ich glaube nicht, dass du welche sehen wirst. Aber ich habe schon welche gesehen. Also gut, ich gehe jetzt schlafen. Okay, gute Nacht. Was war das für ein Geräusch? Geräusch? Was für ein Geräusch? Ich habe nichts gehört. Ich höre es doch immer noch. Das ist nichts, wirklich. Was ist denn mit euch los, hä? Rogi, kannst du bitte für einen Moment rausfahren? Nein. Komm da raus, Rogi. Also gut. Oh nein! Was ist das alles? Ich sammle schon eine ganze Weile, aber so viel ist es ja noch nicht. Wieso hast du so viel Gerümpel in deiner Garage? Weil mir das alles etwas bedeutet. Das alles bedeutet dir etwas? Dieser ganze Schrott? Deine Garage ist so voll, dass du selber kaum noch reinpasst. Räum den Kram weg, okay? Okay, hab's verstanden. Am nächsten Tag räumt Rogi seine Garage auf. Was hast du mit den ganzen Sachen vor? Ich muss sie wohl wegwerfen. So schöne Sachen. Zu doof, dass ich sie wegwerfen muss. Was ist denn? Ich habe eine tolle Idee. Ich mache einen Flohmarkt, damit andere die Sachen haben können. Die Sachen weggeben? Die hier? Ja, klar. Es muss doch jemanden geben, der die Sachen gebrauchen kann. Oh, ich gebe euch die tolle Chance, den ersten Blick darauf zu werfen. Also, ich brauche nichts, danke. Kommt schon, es ist mir ein Vergnügen. Also, macht ruhig. Also gut. Was soll ich nehmen? Die Auswahl ist einfach zu groß, oder? Ich helfe euch. Oh, wie wäre es damit? Und was ist das? Tada! Kein Auto, das ich kenne, wird den Spiegel tragen wollen. Was? Was stimmt mit dem nicht? Ich bin mir sicher, dass ich nichts davon brauche. Ich auch nicht. Seid ihr sicher? Ich gebe euch hier eine einmalige Chance. Das werdet ihr später bereuen.
Rogi hat seine Sachen zum Parkplatz gebracht. Alles klar. Jeder wird sich sicher auf diese Sachen stürzen. Wow, das sind ja wahre Schätze. Super, ich brauche es. Das ist toll. Das ist ja richtig toll. Das sind alles hohe Schätze. Schön der Reihe nach. Ich hoffe, die tauchen jetzt bald auf. Das hier ist umsonst. Willst du mal schauen? Wieso will niemand etwas haben? Wow! Hallo, Rogi! Rogi, brauchst du was davon? Nein! Oh. Ich möchte hier aufräumen. Was? Was wolltest du mit aufräumen? Das sind Sachen, die noch jemand gebrauchen könnte. Aber es sieht aus wie Müll. Sieh mal, die Katze ist da, um etwas mitzunehmen. Hey, Kätzchen, nimm was immer du willst. Hey, wieso gehst du einfach? Hey. Kann ich jetzt aufräumen? Nein, ich mach das. Rogi ist unglücklich, weil er nicht eine einzige Sache weitergeben konnte. Soll ich wirklich alles wegwerfen? Rogi! Bist du alles losgeworden? Ist das nicht genauso viel wie vorhin? Das war so klar! Tayo! Ich werde wohl morgen alles wegschmeißen. Wirklich? Oh nein! Ich ruhe mich jetzt aus. Rogi! War ich etwa zu gemein? Ich glaube, Rogi ist wirklich traurig. Wie können wir Rogi denn wieder aufmuntern, Ich habe eine Idee. Was für eine? Wir können anderen von Rogis Sachen erzählen, sodass sie sie angucken können. Das ist eine klasse Idee. Rogi wird sich total freuen, wenn er sieht, wie viele kommen werden. Ja. Tayo, der kleine Bus. Die kleinen Busse bitten Andy, ein cooles Bild zu malen. Andy, das kitzelt so. Fast fertig. Und geschafft. Wow, das sieht klasse aus. Vielen Dank, Andy. Sehr gern. Die kleinen Busse fahren durch die Stadt, um allen von Rogis Geschenken zu erzählen. Hallo, Dori. Hi. Tayo, was ist das? Rogi verschenkt alle seine Sachen, also kommt später zur Garage. Das klingt lustig. Mama, gehen wir da hin? Möchtest du? Bitte kommt, Rogi würde sich so freuen. Okay. Klar, wieso nicht? Vielleicht findet ihr ja sogar etwas, das ihr brauchen könnt. Sollen wir gehen? Ja. Aber Rogi hat beschlossen, alles rauszuwerfen. Wieso versteht denn keiner, wie toll diese Sachen sind? Ich kenne euch, was es alles gibt. Ist hier der Flohmarkt? Rogi! Oh, wie aufregend! Oh, hey Leute, was macht ihr alle hier? Wir wollen die Sachen aus deiner Garage sehen. Stimmt, dass du verschenkst coole und spannende Sachen? Wo sind sie denn, Rogi? Ich muss sie sehen. Oh, wirklich? Eine Sekunde. Es sind viele Menschen und Autos gekommen, um Rogis Geschenke zu sehen. Ja. Gut, dass wir es allen gesagt haben. Habt ihr das gerade gesehen? Versteht ihr jetzt, wie toll Meister Rogis Schätze sind? Ja, Glückwunsch. Ich fahr mal wieder, es ist viel los. Es sind ja viele Leute gekommen. Aber glaubt ihr, sie mögen Rogis Sachen wirklich? Ich weiß nicht. Ich hoffe, er hat überhaupt nützliche Sachen. Wow, das ist es. Die hier passen einfach perfekt zu mir. Einfach perfekt zu meinem Stil. Juhu, die sind genau das, wonach ich gesucht habe. Die stehen dir ausgezeichnet. Nicht wahr? Danke fürs Kompliment.
Und ich dachte, die würden niemandem gefallen. Ja. Jeder liebt Rogis Geschenke. Oh, aha. Hm, das ist doch ein Mülleimerdeckel. Was willst du denn damit? Hä? Oh, aha, verstehe. Bereit? Ha, gut gemacht, Lucky. Wow. Rogi, kann ich den mitnehmen? Aber natürlich. Danke. Mama, lass uns doch auch etwas Nützliches finden. Okay. Oh, was ist das? Sieht eigentlich wie ein Reifen aus. Wow, das ist ja klasse. Dori, das ist ein Trudelreifen. Ein Trudelreifen? Ja. Dafür braucht man noch einen Stock. Ah, da ist einer. Pass auf, Dori. Oh. Wow, das ist so cool. Es ist etwas altmodisch. Wer hätte gedacht, dass wir sowas finden? Was für eine Überraschung. Rogis Garage ist eine Schatzkammer. Eine Schatzkammer? Danke. Viele Leute nehmen Rogis Geschenke gern an. Das ist alles, was übrig geblieben ist? Ich hätte nie gedacht, dass die Leute so begeistert sind. Mir war das von Anfang an klar. Rogi? Oh. Vielen, vielen Dank. Meine Enkelin liebt diesen Teddybär wirklich sehr. Pass gut für mich darauf auf, okay? Mhm. Bist du denn alles losgeworden? Ja. Na ja, bis auf diesen alten Knochen. Aber den wollte ich sowieso wegwerfen. Oh, ein Knochen, ah. Ja, dieser hier. Der ist echt groß, oder? Warte! Was ist denn jetzt? Oh! Diese Größe, diese Form, kann das sein? Oh! Ein paar Tage später werden die kleinen Busse ins Museum eingeladen. Das ist großartig! Richtig toll! Der Dinosaurierknochen, den Meister Rogi gefunden hat. Der Name dieses Dinosauriers ist Tyrannosaurus. Das ist der wildeste und mächtigste Saurier. Praktisch der König der Dinosaurier. Dank des kleinen Busses Rogi konnten wir dieses Skelett vervollständigen. Dankeschön. Gut gemacht, Rogi. Ich bin stolz auf dich. Leute, mir ist etwas klar geworden. Was denn? Ich werde weiter sammeln. Ich sammle noch mehr. Ich habe allerdings nicht genug Platz. Kann ich vielleicht eure Garagen benutzen? Was? Rogis Schrott, der nutzlos erschien, entpuppte sich letztendlich als großer Schatz. Der beste Detektiv. Es ist ein schöner Morgen und Rogi scheint heute guter Laune zu sein. Ach, so ein schönes Wetter. Hallo zusammen. Hä? Hallo. Ist das nicht Kinder? Oh, der Teddybär. Warte doch mal kurz. Dann kann's ja losgehen. Hey, Kinder! Oh, hallo, Rogi. Hä? Hey, warte! Was tut denn das da vorne? Geht's jetzt mal weiter? Ich würde gerne heute noch nach Hause. Dann sag ich's Ihnen eben später. Wir haben unser Ziel erreicht. Danke, Rogi. Immer wieder gern. Oh, endlich Feierabend. Hä? Ich wollte doch noch irgendetwas tun. Was war das nur? Nein, ich weiß es nicht mehr. Also auf zum Spielplatz. Hä? Was ist das für ein Geräusch? Mein Teddybär! Tayo und Bonbon? Oh, ist das nicht... Ja, genau, der Teddybär. Ich habe ganz vergessen, ihr davon zu erzählen. Er war in deinem Rucksack? Ist ja seltsam. Oh, sie sucht ihn wohl schon. Oh, ja, na klar. Oh. Ist was nicht in Ordnung? Rogi! Sie hat ihren Teddybären verloren. Und sein Name ist Teddy. Oh, ach ja, mal überlegen. Ich denke, ich weiß, wo er ist. Was? Du weißt, wo mein Teddy ist? Rogi, nimm uns nicht auf den Arm. Ha! Ich mein's ernst. Detektiv Rogi weiß nämlich über alles Bescheid. Detektiv Rogi? Bitte, Rogi, find
finde meinen Teddy wieder. Also gut dann, steig erst mal ein. Mach ich. Okay, los geht's. Rogi, warte auf mich. Hier ist doch irgendwas faul. Teddy, hier bist du also. Ganz lieben Dank, Rogi. Komm einfach zu Detektiv Rogi, wenn du wieder einmal Hilfe brauchst. Mach ich. Dankeschön. Bis dann. Rogi, du bist ja großartig. Wie hast du nur herausgefunden, wo ihr Teddybär war? Sowas bekommt man über Schlussfolgerungen raus. Wow, Schlussfolgerungen? Und was hast du geschlussfolgert? Das... War es nicht eher geraten? Nein, das war das Spezialwissen eines Detektivs. Das Spezialwissen eines Detektivs? Was ist denn das? Sowas gibt es eben. Später. Rogi! Ich will auch Detektiv werden, wenn ich groß bin. Am nächsten Tag. Und als der große Detektiv Rogi hörte, dass ein Teddybär verloren gegangen war, tada, hab ich ihn gefunden. Rogi! Na? Hallo! Bonbon, na was machst du denn hier? Ich bin hier, um von Rogi zu lernen, wie man Detektiv wird. Von Rogi? Das ist nichts, das einfach jeder lernen kann. Oder vielleicht hast du ja nichts, was du ihm beibringen kannst. Das ist nicht wahr. Bonbon, du willst also von mir lernen. Ja, ja. Also schön, dann komm mit mir. Yay! Bis dann! Warte auf mich, Rogi! Glaubt ihr, dass Rogi das hinkriegt? Sicher zeigt er ihm lauter seltsames Zeug. Warum nicht? Das klingt doch lustig. Lass uns direkt loslegen. Einen Augenblick. Was soll ich ihm nur zeigen? Das ist es. Ich hab's. Bonbon, wenn du Detektiv sein willst, musst du gut beobachten. Okay. Jetzt fahr mir nach. In Ordnung. Hast du vorhin den Rauch gesehen? Mhm, ja. Seine letzte Wartung ist offensichtlich schon eine ganze Weile her, richtig? Oh nein, ich war gerade erst kürzlich da. Oh. Wenn das so ist, müssen Sie unterwegs einen Unfall gehabt haben, richtig? Oh. Nein, ich habe keinen Unfall gehabt. Aber ich habe ganz sicher hinten Rauch aus Ihnen kommen sehen. Oh, was war das denn? Es war doch nur ein kleiner Pup. Oh, ihr seid so gemein. Natürlich war das ein Pups. Du hast es gewusst, Rogi? Aber sicher. Deshalb sollte man nie vom Äußeren aufs Innere schließen. Du bist einfach toll, Rogi. Und was jetzt? Hallo, ihr zwei. Hallo, Gani. Die nächste Lektion heißt heimlich beschatten. Heimlich beschatten? Detektive müssen manchmal heimlich jemanden beschatten. Wow, das klingt ja cool. Dann komm mal mit. Okay. Vorsichtig. Oh. Mal sehen. Ha? Wo ist er hin? Oh, Gani ist verschwunden. Leute. Wonach suchen wir beiden denn? Wäre ich allein gewesen, hätte er mich niemals entdeckt. Na, aber was soll's. Du kannst auch noch so werden wie ich, wenn du übst. Tut mir leid, Rogi. Das nächste Mal stelle ich mich viel besser an. Ja, ja. Das war's für heute. Das war's schon? Man kann nicht alles auf einmal lernen, verstehst du? Tschüss. Tschüss, Rogi. Der kleine Bus. Habt ihr Lust, zum Spielplatz zu gehen? Oh ja! Rogi! Bonbon, Rogi! Hallo! Wo ist Rogi? Er verschläft wohl mal wieder. Ich bin Rogi, der große Detektiv. Rogi! Was ist denn hier los? Wir brauchen den großen Detektiv. Bonbon, was willst du schon wieder? Es gibt einen Fall zu lösen. Einen Fall? Na los, Rogi, sag ihm, worum es geht.
Also, seit einiger Zeit ist es ganz egal, wie viel ich kehre. Wenn ich mich umdrehe, ist die Straße voller Abfall, als ob jemand alles wieder rausgeworfen hätte. Ich verstehe nicht, wie das sein kann. Du kannst ihm helfen, stimmt's? Als großer Detektiv kannst du ihm doch sicher helfen. Du musst einfach, Rogi. Was ist? Kein Detektiv mehr? Wie bitte? Kein Problem. Dann werde ich den Schuldigen für dich finden. Und ich helfe dir, Rogi. Also hier ist der Abfall gewesen? Ja. Und was machen wir jetzt, Rogi? Psst. Oh, psst. Bonbon, komm hier entlang. Was wollen wir denn hier? Verbrecher kehren immer zum Ort der Tat zurück. Also verstecken wir uns und warten. Oh, wow, wie großartig. Oh, das ist eine Abfalltüte. Das muss unser Täter sein. Was haben Sie mit dem Abfall vor? Oh, wegschmeißen? Hä? Dann ist er nicht der Täter. Keine Sorge. Der Täter taucht schon auf. Sieh mal da. Was haben Sie da weggeworfen? Ach, herrje. Das muss mir eben gerade runtergefallen sein. Danke fürs Bescheid sagen. Sieh mal. Was meinst du? Jetzt habe ich ihn gefunden. Los geht's. Warte, Rogi. Sieh da. Sie können nicht einfach Abfall auf die Straße werfen. Abfall? Ich füttere doch nur die Tauben. Hä? Wer ist denn dann der echte Täter? Rogi, was machen wir denn jetzt? Ich habe den Schuldigen nicht gefunden und wenn ich jetzt zurückfahre... Ich dachte, du bist ein großer Detektiv. Wirklich enttäuschend. Ich wusste gleich, dass das passieren wird. So ist eben unser Rogi. Von jetzt an werde ich Detektiv sein. Und du kannst sein Assistent sein, Rogi. Wäre Rogi doch nie zu mir gekommen. Das ist alles nur wegen Rogi. Alles nur wegen Rogi? Alles nur wegen Rogi? Oh ja, ich weiß! Rogi, du bist großartig! Bonbon! Was ist denn plötzlich los? Rogi, sieh mal da drüben! Ist das nicht Rogi? Er kehrt doch genauso wie immer. Und geschafft! Der ganze Abfall! Genau wie du es gesagt hast, Rogi. Du hast doch gemeint, es ist nur wegen Rogi. Hab ich das? Fahr mir nach, Rogi! Okay. Rogi! Hi, Leute! Na? Habt ihr rausgefunden, wer es ist? Na klar doch! Oh, ehrlich? Wer? Unser Täter ist... du selbst, Rogi! Was? Dir fällt ständig der Abfall aus dem Laderaum, weil deine Heckklappe nicht richtig schließt. Sieh mal nach hinten. Was ist das denn? Dann war ich es die ganze Zeit selbst. Dankeschön. Ohne dich, Bonbon, würde ich immer noch denken, es war jemand anderes. Also war es nicht Rogi, sondern Bonbon, der den Fall gelöst hat? Das stimmt so nicht. Ohne Rogi hätte ich diesen Fall niemals lösen können. Rogi hat mich beobachten gelehrt und mir den Hinweis gegeben, dass es wegen Rogi war. Danke, Rogi. Ja, ich schätze, das stimmt. Das ist ja richtig toll, Rogi. Allerdings. No. Und alles nur wegen mir. Am Ende ist der größte Detektiv dieser Meister Rogi. Was? Bonbon und Rogi sind beide die größten Detektive. Asura, der kleine Zauberer. Eines schönen Nachmittags treffen sich die kleinen Busse auf dem Spielplatz. Und was wollen wir jetzt spielen? Wie wär's vielleicht mit Fang? Das ist so langweilig. Ja, das haben wir doch gestern schon den ganzen Tag gespielt. Euch wird die Langeweile noch vergehen. Ja. Was machen wir jetzt? Jetzt seid ihr an der Reihe. Kaio sieht plötzlich aus wie ein Luftballon. Ich bin ja plötzlich viel zu klein. Was passiert denn hier? Huch,
ich glaube, ich bin noch ganz der Alte. Rogi, sieh mal nach oben. Oh, was, mein Kopf? Was ist denn hier nur los? Keine Ahnung. Ihr seht echt komisch aus. Hä? Wer bist du denn? Ich bin Azura und komme aus der Zauberwelt. Gefällt euch meine Magie? Ach, das warst du? Ja, ist das nicht lustig? Das ist überhaupt nicht lustig. Verwandle uns wieder zurück. Warum sollte ich das tun? Ich muss leider los. Was? Wohin gehst du? Du kannst uns doch nicht so zurücklassen. Seid ihr alle okay? Ja. Wo ist er hin? Er ist verschwunden. Er heißt also Azura. Wir werden ihn auch spüren. Am nächsten Tag. Ein kleiner Zauber könnte nicht schaden. Oh, riecht uns etwa? Was soll denn das? Lass mich in Ruhe! Das ist so witzig. Danke. Beehren Sie uns bald wieder. Wow, die ist ja schön groß. Dann zaubere ich sie gleich noch viel größer. Oh nein! Oh, oh. Hey! Was? Diese Melone ist ja riesig. Ich glaube, da steckt Zauberei dahinter. Oh, ist das nicht? Azura! Du? Oh, er ist weg. Vielleicht versteckt er sich da hinten. Er muss doch hier noch irgendwo sein. Hallo! Leute! Was machst du denn hier? Ich hab Azura gesehen. Den Jungen, der uns gestern so genervt hat. Was, echt? Aha. Oh, da ist er ja. Wo denn? Wo ist er? Hä? Bleib sofort stehen! Warte! Die hab ich bestimmt abgehängt. Hab ich dich! Na, willst du nicht wieder weglaufen? Ha! Jetzt kannst du uns nicht mehr entkommen. Hör auf, uns Ärger zu machen und geh dahin, wo du herkommst. Vielleicht habt ihr es ja vergessen, aber ich habe immer noch den hier. Wo ist der denn hin? Euretwegen habe ich meinen Zauberstab verloren. Was? Warum sollen wir denn daran schuld sein? Ich habe ihn verloren, weil ich vor euch weggerannt bin. Ich komme doch gar nicht nach Hause ohne meinen Zauberstab. Was? Aber das ist doch nicht unser Problem. Ich denke, wir sollten ihm dabei helfen, seinen Zauberstab wiederzufinden. Was? Nur so können wir ihn dann auch wieder loswerden, versteht ihr? Sonst wird uns Azura bestimmt einfach immer weiter ärgern. Das stimmt. Wir helfen dir. Aber sobald wir deinen Zauberstab gefunden haben, musst du nach Hause zurückkehren. Na klar. Ihr werdet euch noch wundern. Auf geht's, die Suche beginnt. Die kleinen Busse und Azura suchen nach dem Zauberstab. Hier ist er nicht. Ich fürchte, hier ist er leider auch nicht. Und Rogi, hast du ihn schon gefunden? Nein, hier oben ist er auch nicht. Ach, wenn ich schon mal hier bin, kann ich auch zu euch runterrutschen. Juhu! Was? Hey! Oh Mann, Rogi, hast du mich erschreckt? Entschuldige, aber können wir nicht auch ein wenig spielen, wenn wir schon mal hier sind, bitte? Geht denn das? Ja, lasst uns alle rutschen. Was? Ich bin Erster. Was? Aber du bist doch gerade schon dran. Na? Ich will auch mitspielen. Na gut, Azura. Willst du auch runterrutschen? Lieber nicht. Alles klar. Dann rutsche ich eben allein. Oh, nein, warte. Hm? Ich komme mit. Also, bist du bereit? Wow. Dann geht's los. Juhu! Na, wie war das? Macht das nicht Spaß? War gar nicht so schlecht.
Rutschen wir beide nochmal? Oh ja! Die kleinen Busse und Azura vergessen die Suche nach dem Zauberstab und haben einfach nur Spaß. Das hat Spaß gemacht, oder? Ja. Hat es dir auch gut gefallen? Ja. Ich meine, geht so. Ich hatte den Eindruck, du warst richtig begeistert. Nein, war ich gar nicht. Lasst uns nach Hause gehen. Hannah wird sich bestimmt schon Sorgen machen. In Ordnung. Aber was ist mit meinem Zauberstab? Wir suchen morgen weiter. Heute ist es schon zu spät. Von mir aus. Super. Dann kann ich morgen wieder mit ihm spielen. Azura bleibt die Nacht über bei den kleinen Bussen. Azura, warum bist du eigentlich von der Zauberwelt zu uns gekommen? Weil ich auf der Suche nach Freunden war. Oh, hast du denn dort keine Freunde? Die sind alle so langweilig und sie mögen meine Zauberei nicht. Wahrscheinlich liegt es daran, weil du damit immer alle ärgerst. Was? Du hast doch überhaupt keine Ahnung. Hey, Azura. Oh. Gehe ich wieder allen auf die Nerven? Azura, hör doch bitte auf. Das ist jetzt echt nicht lustig. Mit dir werde ich nie wieder spielen. Ich wollte doch nur Freundschaft schließen mit ihnen. Tayo, der kleine Bus. Am nächsten Tag suchen die kleinen Busse mit Azura zusammen von früh bis spät nach dem Zauberstab. Ich kann ihn nirgends finden. Garni, hast du ihn irgendwo gesehen? Leider nein. Wo kann er denn nur abgeblieben sein? Das ist echt seltsam. Oh, ist das nicht... Mein Zauberstab! Ich hab ihn! Aber wenn ich ihm verrate, dass ich ihn wieder hab, dann verliere ich ja meine neuen Spielkameraden. Azura, hast du ihn gefunden? Was? Nein! Oh, dann haben wir hier wohl auch kein Glück. Und was machen wir jetzt? Wie wär's, wenn wir noch ein wenig spielen und später weitersuchen? Habt ihr Lust? Dann könnten wir... Wollen wir uns Joeys Show ansehen? Joeys Show? Wer ist denn Joey? Lass dich einfach überraschen. Joey kann ganz ohne Zauberstab Vögel und Blumen herbeizaubern. Wirklich? Das will ich sehen. Wie toll, wir besuchen Joeys Show. Wow. Und jetzt? Seht ihr? Tada! Super! Oh, ist das nicht unglaublich? Joey ist richtig hier! Ihr seht, hier ist nichts. Und jetzt, tada! Ich habe meine Freunde mit Zaubern immer nur geärgert. Aber anscheinend kann Zauberei auch große Freude bereiten. Und nun, ihr seht, der Hut ist leer. Was könnte da rauskommen? Ich weiß es. Vielleicht eine weiße Taube? Genau, ich liebe diesen Trick. Und jetzt, tada! Was ist denn nun los? Tada! Was ist denn jetzt los? Ich sehe nichts. Moment! Was macht Joey denn da? Oh nein! Ich kann nicht zulassen, dass sie enttäuscht werden. Das ist der beste Zaubertrick, den wir je gesehen haben. Azura, ist das nicht dein Zauberstab? Oh, du hast ihn bemerkt. Naja, wie auch immer, ich danke euch. Was war das? Warst du das, der eben gezaubert hat? Ja. Ich verstehe. Das war echt toll. Ja, total. Warum hast du nicht gesagt, dass du deinen Zauberstab wieder hast? Ehrlich gesagt, ich wollte einfach nicht zurück in die Zauberwelt, weil ich dort keine Freunde zum Spielen habe. Nein, Azura. Du kannst doch auch dort neue Freundschaften schließen. Oh ja. Ja? Du musst nur aufhören, so gemein zu ihnen zu sein. Du hast ja gesehen, dass du mit deiner Zauberei auch viel Freude machst. Ja? Meint ihr wirklich? Aber na klar. Immerhin hast du ja jetzt so tolle Freunde wie uns. Habe ich recht? Ja! Ja, richtige Freunde. Ich glaube, ich werde ab jetzt auch mit den anderen in der Zauberwelt klarkommen. Dankeschön! Das ist mein Abschiedsgeschenk für euch. Oh, ja!
Und so beschenkt Asura die allerersten Freunde seines Lebens zum Abschied noch mit einer tollen Zauberei. Bis bald, Asura. Die kleinen Busse spielen Theater. An einem strahlenden Morgen vor der Garage. Hallo, Hara! Hallo, Leute. Hallo. Wolltest du uns nicht etwas erzählen? Ja, stimmt. Ich habe große Neuigkeiten erfahren, als ich bei Sky und Trami wegen einer Reparatur war. Es wird ein Festival auf dem Berg geben. Ein Festival? Ja, und es findet auch ein Talentwettbewerb statt. Wollt ihr euch dafür anmelden? Ja, nehmt sie hin. Wow, das klingt nach viel Spaß. Oh ja, und was könnten wir beim Wettbewerb machen? Etwas, das wir alle zusammen machen können. Zusammen? Oh, wie wär's mit einem Theaterstück? Theaterstück? Ja, ich habe eins in einem Kindergarten gesehen. Und das hat richtig Spaß gemacht. Ja, und wir alle können dabei mitmachen. Tolle Idee! Oh, wie wäre es, wenn wir spielen würden, der Hirtenjunge und der Wolf? Der Hirtenjunge und der Wolf? Worum geht's denn in dem Stück? Also, die Geschichte, die geht so. Vor langer Zeit lebte einmal ein schelmischer Hirtenjunge. Immer wenn ihm langweilig war, log er und erfand, dass ein Wolf aufgetaucht sei. Ein Wolf! Ein Wolf? Wo denn? War nur Spaß! Ich bin schon wieder gelogen. Aber eines Tages tauchte wirklich ein Wolf auf. Ein Wolf! Ein Wolf! Da ist ein Wolf! Ach, er lügt bestimmt wieder. Bestimmt. Genau. Alle dachten, der Hirtenjunge lügt bestimmt wieder und keiner kam ihm zu Hilfe. Am Ende der Geschichte wurde der kleine Hirte vom Wolf gefressen. Wie findet ihr das? Wow! Das ist ja eine tolle Geschichte. Aber der Wolf hat alle aufgefressen. Das ist so gruselig. Oh ja, mir tut der Hirtenjunge schrecklich leid. Tut euch leid? Ich habe eine Idee. Warum verändern wir nicht einfach die Geschichte ein bisschen? Und wie? Wow, das ist eine gute Idee. Ja! Nicht wahr? Gut, dann lasst uns jetzt am besten die Rollen verteilen. Okay. Wer von uns wird denn den Hirtenjungen spielen? Wie wäre es denn mit Rogi? Oh. Rogi kann manchmal auch sehr gut schwindeln. Nein, gar nicht wahr. Aber der Hirtenjunge ist die Hauptrolle. Das ist die Hauptrolle? Ich denke, dann muss ich ihn wohl spielen. Ich möchte den furchterregenden Wolf spielen. Ich glaube, zu mir passt gut das niedliche Babyschaf. Ich will auch ein Babyschaf sein. Warum spielen wir dann nicht die Bürger aus der Stadt? Alles klar, dann wird ein Spaß. Ist jetzt alles geklärt? Ja! Die kleinen Busse beginnen, das Theaterstück zu proben. Ein Wolf, da ist ein Wolf. Wo ist denn der Wolf? Fangen wir den Wolf? Ich bin der Wolf. Ich will euch alle fressen. Zu Hilfe. Na, Hala, wie war das? Ich fürchte, so funktioniert das nicht. Oh. Sind wir wirklich so untalentiert? Nein, ihr werdet bestimmt besser, wenn ihr mehr übt. Wirklich? Ja, lasst uns anfangen. Okay. Die kleinen Busse proben auch viel, während sie arbeiten. Fertig. Jetzt will ich wieder meine Rolle proben. Soll ich schon mal loslegen, während ich hier warte? Ein Wolf! Da ist ein Wolf! Ich habe nur den Text von meiner Rolle geübt. Ich bin ein Wolf. Bleibt lieber alle stehen. Was? Nein. Tut mir wirklich leid. Haben wir uns gedacht, ich bin ein Wolf? Wo ist der Wolf? Schnapp mal den Wolf. Na, wie war das? Findest du, dass wir gut waren? Wow, ihr wart richtig toll. Ich bin der Wolf. Die sind ja fleißig. Ich bin ein Wolf. Heiß ein Wolf. Die kleinen Busse machen die Generalprobe mit Hammer. Na, wie findest du es? Wow, das
viele Üben hat sich gelohnt. Wirklich gut. Im ja, ihr könnt auftreten. Kajo, der kleine Bus. Der große Abend des Bergfestivals ist endlich gekommen. Wir haben unser Ziel erreicht. Viel Spaß. Herzlich willkommen zum Theater Gildalan. Meine Damen und Herren, willkommen zu unserem Festival. Und jetzt beginnen wir mit unserem Talentwettbewerb. Es ist soweit. Oh nein, ich bin so aufgeregt. Wir beginnen mit einer Zirkusnummer der Baustellenfahrzeuge. Wow! Das ist ja cool. Wow, die sind ja toll. Hoffentlich sind wir auch so gut. Hallo, schön euch hier zu sehen, Leute. Hallo. Hallo, ich bin Rapper Tony heute. Hallo. Ich bring Glück und Zufriedenheit als Lieferwagen. Yo. Bin ich immer für euch bereit. Yeah. Wow, Rango finde ich mega. Leute, wir sind als nächstes dran. Macht euch fertig. Ich bin so schrecklich nervös. Und wenn ich einen Fehler mache? Herhören, wir haben echt viel geübt. Wir schaffen das. Lasst uns unser Bestes geben. Ja, ja. Und jetzt zu guter Letzt ein Theaterstück von den kleinen Bussen. Es war einmal vor langer, langer Zeit, da lebte ein schelmischer Hirtenjunge. Vom Hirtenjungen und dem Wolf, das kenne ich. Du musst jetzt leise sein. Kommt her, meine Lämpchen, kommt her. Aber was macht ihr denn doch nicht dahin? Das ist so lustig. Ja, ja, Fläschchen. Was könnte ich denn jetzt machen? Ich hab's. Ich könnte Leute reinlegen. Wolf, da ist ein Wolf. Wo ist dein Wolf? Ich werde dich davonjagen. Oh, ich habe einen Bart. Und Peanut ist geschminkt. Wo ist der Wolf? Ich habe nur Spaß gemacht. Wie bitte? Ich hab dir vertraut. Ich hab mich so erschreckt. Schrei nicht Wolf, wenn keiner da ist. Lass uns gehen. War doch nur Spaß. Das solltest du nicht tun. Warum denn nicht? Macht doch Spaß. Ich mach's gleich nochmal. Ein Wolf ist aufgetaucht. Da ist wirklich ein Wolf. Das ist wirklich ein Wolf. Ein Wolf wo? Ihr seid wieder reingefallen. Rogi ist frech. Darf man nicht. Oh ja. Du hast wieder gelogen. Ich war gerade beschäftigt. Das ist so lustig. Vielleicht sollte ich das nächste Mal Löwe schreien. Moment, ist das ein... Ich will dich fressen! Da ist wirklich ein Wolf. Bitte helf mir. Oh nein! Ich habe das Buch gelesen. Niemand wird ihm helfen. Du bist schön pummelig und siehst lecker aus. Dich werde ich mit einem Haps verschlingen. Zu Hilfe! Aber die Bürger dachten, er würde wieder lügen. Und keiner kam ihm zu Hilfe. Aber da ist wirklich ein Wolf. Bitte, Wolf, tu ihm nichts. Ich hab solche Angst. Halt! Lass ihn sofort in Ruhe! Hau wieder ab, böser Wolf! Ich hätte nie gedacht, dass ihr zur Hilfe eilt. Ich halte dich ja von uns fern. Ach, bin ich erleichtert. Wow, die beiden haben den Wolf verjagt. Puh, ich dachte schon, dass keiner kommen würde. Freunde sollten nie aufhören, einander zu helfen. Freunde, ich danke euch so sehr. Ich werde euch ganz sicher nie wieder anlügen. Sehr gut, versprichst du das? Ehrenwort.
Wollen wir jetzt zusammen spielen? Oh, ja. Der Hirtenjunge hat nie wieder gelogen und lebte glücklich bis an sein Lebensende. Ihr wart heute Abend alle ganz toll. Tayo? Das hat wirklich ganz großen Spaß gemacht. Ihr wart die Beste. Findet ihr wirklich? Ja. Das muss wohl an meinem großen Schauspieltalent liegen. Und wer war von uns am meisten aufgeregt? Was? Also ich war das sicher nicht. Und jetzt kommen wir zum Höhepunkt unseres Festivals. Lasst uns zusammen tanzen und feiern! Ja, lasst uns tanzen! Es wird eine lange Nacht, da alle mit großem Vergnügen zusammen feiern.